Hey Dudes, schön, dass ihr da eingeschaltet habt. Wie ihr im Thumbnail gesehen habt, ich spiele Singed. Ich bin kein Singed Main, wie ihr das vielleicht wisst. Ich habe den, glaube ich, auf Level 1. Und wir spielen gegen den Darius. Und weil es wahrscheinlich nicht so einfach wird, habe ich die bezaubernde, hoffentlich carryende... Dein Part. Achso, Ella dabei, hallo. Ja, genau, Ella spielt im Jungle. Volibear, ich nehme euch mit. Viel Spaß. Ich habe keine Ahnung, wie ich den fighten soll. Ich kann den Champ auch absolut nicht einschätzen, bin ich ehrlich. Das Einzige, was ich weiß, ist, ich will Ahri so oft wie möglich drauf bekommen und die, wie jetzt gerade eben, die Darius Q dodgen. Und solchen Trades in meinen Minions kann ich immer eingehen, soweit ich weiß. Let's go, ich bin doch ein Main! Absoluter Main, outplayed! Hast du es gerade gesehen? Einfach ein 1v2 Double Kill. Was? Ja? Wirklich? Ja. Ich habe einen Blue Buff vom Jungler. Nicht schlecht. Was heißt hier nicht schlecht? OP, ich bin der geborene Main. Ja, ganz okay. Wie viel stehst du? 001, das ist wie 015. Ich habe es ganz vergessen zu erwähnen, Boys. Ihr solltet bis zum Ende des Videos dranbleiben, denn da wird das Gewinnspiel aufgelöst. Und wenn du der Gewinner bist, ich weiß, dass ich noch nicht wer es ist, ich habe es noch nicht aufgelöst. Wenn du der Gewinner bist, dann schreib mir einfach deinen Summoner-Name in die Kommentare. Dann wirst du geedit und ja, kriegst deinen Skin. Du musst aber 24 Stunden warten, weil man erst nach 24 Stunden, nachdem man befreundet ist, einen Skin verschenken kann. Ach du Scheiße. Was? Der killt mich hier fast instant. Obwohl ich trade richtig gut back. Holy shit. Der hat ja richtig auf die Schnauze bekommen von mir. Der kriegt da richtig auf die Schnauze. Jetzt einfach in ihm drin bleiben, oder? Ha! Der hat ja gar keine Chance. Ist Singed irgendwie ein Darius-Counter oder so? Schreibt's mal in die Kommentare. Vielleicht weiß ich, was ich jetzt gegen Darius spielen kann. Boys, noch eine Sache, die ich ansprechen wollte. Dieses Video sollte am Sonntag rauskommen. Falls nicht so ist, dann ist wahrscheinlich am Montag rausgekommen, weil ich zu faul war, das noch nachts zu schneiden. Aber einige von euch kennen vielleicht Mr. MikeAP. Ist ein größerer LoL-YouTuber, hat momentan, glaube ich, 270.000 Abonnenten. Ich blende euch hier mal kurz ein. Und zwar sollte am Sonntag, wenn alles klappt, ein neues Video bei ihm rauskommen, was ich geschnitten habe. Geht einfach mal dort unter das Video. Lasst... irgendwie Grüße da oder Feedback oder sonst was, damit ich weiß, wie ich das Video geschnitten habe und einfach zeigt ihm ein bisschen Liebe. Ist nett von ihm, dass ich schneiden durfte. Ich lasse ihn hier gar nicht mehr zur Lane. Das ist mein Plan, ich lasse ihn nicht mehr zur Lane. Ich lasse ihn einfach nicht mehr zur Lane. Er kommt zur Lane, ist wieder tot, oder? Nein, noch nicht. Aber jetzt. Stirb. Close. Jetzt hole ich mir noch die eine Platte und dann gehe ich zurück. Was, yo, Marvin? Du bist doch gar nichts anderes gewöhnt von mir. Du bist so ein Arrogantling manchmal. Aua. Ich? Ja. Nein. Und läuft direkt wieder mein Gift. Brudi muss los. Hast du Lust, mir gleich bei Herald zu helfen? Ja, aber erst musste ich kurz in Darius outplayen. Ha! Was hat er sich gedacht? Ich bin 0-4 Darius, ich one-shot ihn jetzt mal schnell. Nichts da. Hallo, hier kommt's Papa. Oh, ich vergesse die ganze Zeit mein Gift anzumachen. Mein Gift war gar nicht an. Mein Gift war einfach nicht an. Egal, ich bin trotzdem Main. Ich bin auch ein. Das darfst du nicht sagen, das muss ich rauspiepen. Warum? Übersetz es dir? Ja. Oha, Killing Spree, ich hab's doch gesagt. Sie hat bestimmt 20.000 Gold in der Tasche und geht nicht einkaufen, aber sie hat's drauf. Für uns jetzt mal ein Darius in der Mitte, der hat dieses Game noch nicht genug gelitten. Er ist 4 Level unter mir, aber das ist mir scheißegal. Rauf auf den. Ich bin tot. Ach, Mano. Oh, der wird rumgereicht wie ein Tischtennisball beim Pingpong. You have slain an enemy. Der macht den Drachen.
Wie frech. Er hat alles wie frech. Gestorben. Wie frech er einfach sich traut, dich den Drachen zu machen. Nix da, Kollege. Oha. Okay, Phil. Er hat ihn gemacht, aber er muss dafür sterben. Unstoppable. Was dachte sie sich jetzt? Du kommst hier ran. Und tot. Und du kommst auch hier ran. Killing Spree. Ja, er haut erstmal ein Triple raus. Ja, aber der klaut mir das meiste. Alter Marvin. Jetzt no joke. Wir schauen später im Damage-Graphen, dann wirst du sehen. Ganz ehrlich, aber du bist bei jedem Spiel, wenn irgendjemand gut ist, immer so, ja, der klaut mir das. Was? Hä, wirklich? Was? Du weißt schon, mit wem du hier sprichst, oder? Ja. Ich hätte dir meine Community auf dem Hals, wenn du jetzt hier so rumlügst. Cool. Boys, vor allem die, die ab und zu beim Livestream vorbei sind. Bin ich arrogant? Bin ich wirklich arrogant? Schreib's in die Kommentare. Schreibt, Marvin ist nicht arrogant, er ist einfach nur so gut in die Kommentare. Schaut euch das Play an. Von dir? Zeig's ihn alle, das ist dein Moment, geh rein, zeig's ihn. Oh! Ja, ist okay. Ey, Alter. Oh, du hast ihm einfach gerade den Penta denied. Er hat den Triple Kill, hätte den Penta kriegen können gerade. Aber du hast ihm mehr verdient. Hast du eben ein bisschen was bei mir abgeschaut? Ehrlich? Ja, moin, hallo. Jungs, versucht doch nicht gegen mich zu kämpfen. Ihr wisst doch, es hat keinen Zweck. Oh, ich dachte, das wäre gerade der Gegner mit seiner Ult. Alter, hab ich mir in die Hose geschissen. Ich riech's bis hier. Ich glaube, das ist ein ganz schöner Stomp hier, ne? Der Toplaner hat sein Lead auf die ganze Karte übertragen. So funktioniert's. Leute, so carryt ihr eure Rank Games. Einfach mich auf die Toplane stellen. Das war ein schnelles Game, schade. Ne? Das war ein schnelles Game. Wir schauen auf den Damage-Graphen. So, Boys und Girls, wir schauen auf den Damage-Graphen. Wir sehen schon ein S. Ein S, was auch sonst. Damage. Most Damage. Hey. Ich schneide das einfach so, als hätten die weniger Schaden als ich. Das macht nichts. Most Damage. Easy peasy, Boys. Ich würde sagen... Vielleicht so... Ha? Das hätte ich auch richtig viel Damage. Irgendwie soll kannst du mein Bild bei Ezreal... Nein, nicht bei Ezreal, bei dir einfügen und dein Bild bei ihm oder so? Oh, bitte mach das. Ah ja, ich mache einfach deren Balken weg und deinen richtig groß und meinen noch größer, okay? Ja, mach meinen so... Vielleicht, ja, so wie den von Ezreal oder so. Alles klar, mach ich. Ein bisschen kleiner. Boys, meine Freunde hat fast so viel Schaden wie ich. Ich habe natürlich den meisten Schaden, das sprengt den Rahmen. Wir sagen, schaut bei mir auf Twitch vorbei, ich streame in letzter Zeit ein bisschen öfter. Oh, stimmt, wir kommen jetzt zum Gewinnspiel. So, Boys, ich bin jetzt hier auf der Website, die das Gewinnspiel auflöst. Hier ist der YouTube-Video-Link und hier Hashtag eGirlCapsules. Das heißt, alle, die Hashtag eGirlCapsules in ihrem Kommentar verbaut haben, werden jetzt hier rausgefiltert. Es sind insgesamt 16 Leute. Wenn ich jetzt hier auf Start drücke, dann wird einer random herausgefiltert. Ich mach's direkt. Danke, dass ihr teilgenommen habt und gewonnen habt. Ella, du darfst den Gewinner verkünden. Blue Scope oder Scoop? Sag einfach, der Gewinner ist Blue Scope bzw. Scoop oder sonst wie. Warte kurz. Ich muss einmal üben. Der Gewinner ist... Nee, das machst du. Das machst du. Nee, du machst es jetzt. Ich will das nicht machen. Okay. Boys, Girls, der Gewinner ist Blue Scope, Scoop, Skibidi Babidi Boo. Schreib mir deinen Summoner-Name in die Kommentare, dann add ich dich und danke, dass du mitgemacht hast. Danke für alle, die mitgemacht haben. Herzlichen Glückwunsch. Ich würde sagen, wie immer, falls euch das Video gefallen hat oder ihr mal mitbekommen wollt, wann wieder Gewinnspiele sind, dann abonniert den Kanal, um es nicht zu verpassen. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Tschüss. Ein bisschen spät, aber... Warte kurz nochmal. So, das Video ist jetzt vorbei. Schaut doch noch in ein anderes rein. So, und wenn ihr schon dabei seid, haut doch noch ein Like und Abo rein, was immer das auch ist. Lalalala.
Wann kriege ich eigentlich jetzt mein Geld?